Hey, schön, dass du da bist. Ich zeige euch heute mal wieder ein paar neue Sachen in meiner Sammlung. Ich habe ein paar neue Sachen getestet. Ich habe ein paar Neuzugänge, die entweder frisch auf dem Markt sind oder die ich mir schon lange gewünscht habe. Wir haben Grittys, wir haben Zerjoffs, wir haben eine Linie von Commodity. Und falls du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni. Ich spreche super gerne über Parfum. Und falls dich das Thema auch interessiert, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drück die Glocke, dann kriegst du mal Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Und folgt mir gerne auch auf Instagram. Und wir starten mit drei Düften von Commodity. Das ist die Moss-Reihe. Und zwar Commodity ist eine Firma, die sozusagen das Konzept der Duftauswahl versucht für den Kunden zu erleichtern. Und zwar haben sie von jedem Duft immer drei Ausprägungen. Es gibt immer eine weiße Version, es gibt eine normale Version und es gibt eine Gold-Version. Und der Unterschied zwischen den dreien ist, dass sozusagen dasselbe Thema in drei verschiedenen Intensitäten verarbeitet wird. Also sie teilen sozusagen die Düfte in Scent Spaces ein. Und zwar gibt es einmal die Personal Scent Space. Das sind Düfte, die sehr hautnah nur projizieren, also die man vielleicht nur riecht, wenn man so einen Meter von jemandem entfernt steht. Dann gibt es die Scent Space Expressive. Das ist sozusagen die goldene Mitte, also das ist ein Duft, der soll schon ein bisschen projizieren, aber jetzt nicht raumfüllend sein. Das ist ein Duft, mit dem man schon durchaus gerochen wird in seinem Umfeld. Und dann haben wir hier noch die Scent Space Bold. Das ist das, was wir Nerds für gewöhnlich als Beast Mode bezeichnen würden. Also sprich, dieser Duft soll den ganzen Raum ausfüllen. Und es gibt diverse Reihen. Das ist jetzt die Moss-Reihe. Es gibt auch noch eine Velvet-Reihe, eine Milk-Reihe, eine Gold-Reihe und so weiter. Ich habe die alle durchprobiert für euch. Und zwar nicht nur in Hinsicht auf Duftgefallen, sondern auch im Hinblick auf: Halten Sie das, was Sie versprechen? Also projizieren Sie tatsächlich in diese Scent Spaces, die draufstehen. Und meine Ergebnisse, sag ich mal, die waren sehr gemischt. Grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die Moss-Reihe am besten gefallen hat aus der ganzen Kollektion. Aber hier ist es meiner Meinung nach nicht so, dass man hier den Moss-Duft hat und man kann ihn in stark, schwach oder super stark bestellen, sondern diese drei Düfte haben meiner Meinung nach nicht viel miteinander zu tun. Es sind alles Düfte, die an sich mir gut gefallen, aber ich finde nicht, dass sie einfach nur verschiedene Intensitätsausprägungen vom selben Duftcharakter sind. Es ist allerdings auch wahnsinnig schwierig bei dem Duftcharakter, wenn man nur die Intensität erhöhen oder verringern möchte, wirklich den Duftcharakter auch so zu behalten, wie er ist. Denn man kann nicht einfach nur mehr nehmen von gewissen Noten, das funktioniert nicht, sondern man muss den Duft umingenieren und muss dann versuchen, dass er möglichst dem Original nahe kommt. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich denke, das ist hier nicht gelungen. Ich denke nicht, dass diese beiden Düfte viel mit diesem Duft zu tun haben. Nichtsdestotrotz ist es ja an sich nichts Schlimmes, ne? Weil es kann ja sein, dass einem alle drei Düfte gefallen oder zwei davon oder wie auch immer. Das heißt, das Konzept, was sie euch vorschlagen sozusagen, ist, dass ihr erst eure Projektionsintensität, euren Scent Space wählt. Also will ich einen hautnahen Duft, will ich einen mittelstarken Duft, will ich einen sehr starken Duft und dann die Düfte dahingehend probiert. Ich würde euch vorschlagen, holt euch einfach so ein Discovery Set und probiert sie alle durch und nehmt am Schluss den, der euch gefällt. Ich glaube, das Konzept ist ein bisschen sehr verkopft und ich denke, dass man sich leichter tut, wenn man einfach blind durchprobiert und den Duft wählt, der einem gefällt. Und ob der dann so projiziert, wie man sich's wünscht, ist dann eine Glückssache. Beziehungsweise man kann auch jeden Duft immer noch layern. Man kann ja immer noch irgendwie was Potenteres drunter legen, um Projektion und Haltbarkeit zu verlängern. Insofern würde ich das jetzt mal alles ein bisschen außen vor lassen. Ich erzähle euch jetzt einfach mal über die Düfte. Und zwar fangen wir jetzt mal an mit dem OG, mit dem Moss ohne irgendeinen Zusatz. Und der Moss ist ein schöner Duft. Der gefällt mir wirklich ganz gut. Und zwar ist er aber nicht so, wie ich vermutet hätte, dem Namen nach. Beim Moss habe ich mir nämlich was sehr Eichenmoosiges, Grünes, total, wirklich sehr Herbes vorgestellt. Und das ist er gar nicht mal. Stattdessen ist es ein sehr schön frisch grüner Duft, wo die Eichen- und die Moosnoten aber nicht zu heftig kommen. Weil ich denke auch, das würde sich nicht so gut vermarkten lassen. Es gibt nicht viele Leute, die auf extrem moosige Düfte stehen, sondern das ist echt ein schöner Mix aus
ozonischen Noten, grünen Noten, ein bisschen Aromatik. Wir haben Eukalyptus und Orangenblüte im Herzen, das kommt auch wirklich schön raus und eine ganz gut erkennbare Petit Grain Note. Und wisst ihr, an welchen Duft der mich erinnert? Also ich bin erst nach 2-3 Mal riechen bin ich drauf gekommen, aber ich finde den tatsächlich sehr ähnlich zu Selva do Brasil, den ich euch momentan ständig zeige. Der ist nicht ganz so simpel wie der Selva do Brasil, der hat nämlich noch mehr los in Anführungsstrichen. Der hat noch ein bisschen zitrig, ein bisschen Harzigkeit und auch in der Basis sehr viel mehr Bums, würde ich sagen. Der hält sich auch tatsächlich besser als der Selva do Brasil. Allerdings hält er sich jetzt nicht so wie die Sensebase es vermuten lassen würde. Hier steht jetzt Expressive. Drunter steht For Me and the Many. Was ist denn heute los? For Me and the Many Around Me. Ich würde sagen, ist es eher For Me and the Few Around Me. Also der ist schon noch eher dezent. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, der läuft vor mir her oder so, sondern das ist eine ganz normale Eau de Parfum-Konzentration, würde ich sagen. Bisschen potenter als der Selva do Brasil und echt ein schöner Duft. Ich würde sagen, der ist komplett unisex. Komplett unisex, so, weil ich mir vorstellen könnte, dass den Frauen der vielleicht ein bisschen besser gefällt als den Männern. Okay, dann haben wir als nächstes den Moss mit einem Minus vorne dran. Das ist die Personal Scent Space, also der soll ein sehr hautnaher Duft sein. Und genau das ist er auch. Ich würde ihn beschreiben als ein Hauch von nichts. Ein Hauch von einem sehr angenehmen Nichts. Der ist allerdings von der DNA her komplett verschieden. Also hätte man mir die beiden Düfte zu riechen gegeben und hätte nichts gesagt, hätte ich gesagt, komplett andere Richtungen. Das hier ist ein Isoe Super Moschusduft. Wir haben auch hier ein bisschen Petit Grain mit dabei und ein bisschen Bergamotte, aber kriege ich beide nicht so stark, sondern ich kriege hauptsächlich hier Isoe Super mit ein bisschen Moschus. Also das ist echt so ein frisch geduscht, cleaner, sauberer Duft. Da ist nichts Moosiges dran. In meinen Augen, aber er gefällt mir dennoch sehr gut. Also ich mag den schon. Ich stehe auch auf so leichte Moleküldüfte, die, wo man nicht nachdenken muss, die man immer gut tragen kann, wenn man frisch geduscht ist, die vor allem im Sommer auch total Sinn machen. Und ich finde, das ist eine gelungene Version. Man muss allerdings schon sagen, dass es von dieser Art Duft wahnsinnig viele gibt. Ja? Und ich habe euch auch schon wahnsinnig viele auf meinem Kanal gezeigt. Insofern ist er jetzt nicht super einzigartig, aber er ist schön und gelungen. Und zuletzt haben wir noch, ich habe vorhin gesagt, die Edition heißt Gold Edition. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber hier steht jetzt Moss Plus drauf. I don't know. Aber der ist auf alle Fälle spitze. Und hat wieder nicht viel mit dem Moss, dem Original, zu tun, finde ich. Ganz anders. Aber, finde ich, trifft das Thema am besten von allen drei Düften. Ja, das ist ein richtig schön feuchter, leicht grüner, erdiger, nasser Wacholder-Patchouli-Duft. Also wirklich sehr schön. Und kommt für mich maskulin rüber. Ich weiß nicht, was es ist, aber doch, ich weiß, was es ist. Wacholderbeere macht Düfte für mich immer leicht maskulin. Die findet man oft in so Rasierwasserdüften. Wobei, das ist jetzt kein Rasierwasserduft. Das ist so ein richtig schön dunkler, ein bisschen holziger, moosiger, Patchouli, Fruchtelemente habender, oh Gott, wo führt dieser Satz hin? Duft. Der ist echt schön. Und von der Performance her muss ich sagen, finde ich jetzt nicht, dass der Beast Mode ist. Ich finde, der ist gut von der Performance her. Hält sich gut, strahlt auch aus, aber wenn ich jetzt hätte raten müssen, hätte ich gesagt, das ist halt einer aus der OG-Linie. Also einer, der so mittelmäßig ausstrahlt. Weil, sorry, aber Beast Mode ist für mich was anderes. Also bold finde ich den nicht. Ich finde den super, passend für viele Gelegenheiten und total gesellschaftstauglich. Ich glaube, den werden viele Leute mögen. Ich glaube, das ist ein Crowdpleaser, allerdings eben eher für die Männer. Ja, das waren jetzt meine Gedanken zu den drei Düften. Grundsätzlich gibt es da schon was zu entdecken bei der Marke. Und ich würde dieses ganze Konzept eher so mit einem Grain of Salt nehmen, also vielleicht nicht ganz so wörtlich nehmen. Wenn man sich davon so ein bisschen losmacht, dann kann man da echt ein paar schöne Sachen entdecken. Okay, dann haben wir als nächstes einen Duft, auf den ich schon lange hinfiebere. Es ist der Cruz del Sur. Und ich glaube,
man sagt Segundo, also der Zweier. Der ist so schön. Das ist ein richtig toller Fruchtduft, ein Mango-Guavenduft. Und es gibt ja viele Leute, die auf der Suche nach einem schönen Mangoduft sind. Und viele Leute sagen, dass der Mango Skin von Wilhelm toll ist. Aber ganz ehrlich, der Mango Skin, der verblasst gegen den Cruz del Sur. Also der ist nicht mal eine Erwähnung wert. Vergesst den Mango Skin, sage ich euch. Den habe ich auch probiert. Ich fand den furchtbar synthetisch und überhaupt nicht authentisch. Hier schmeckt ihr wirklich die Mango. Und ihr schmeckt nicht nur die Mango, sondern viele exotische Früchte. Also ganz richtig schön ist der. Und der ist so cremig. Der hat schon auch einen gewissen Synthetikfaktor. Das braucht es auch, um die Art von Performance bei Fruchtnoten zu erzeugen. Aber nicht so, dass es einen stört. Und bei Mango Skin finde ich eben, das ist dann im Drydown einfach nur noch bäh irgendwie. Also damit kann ich dann gar nichts mehr anfangen. Und die Mango verzieht sich auch total schnell. Der hier bleibt immer fruchtig, cremig, lassi-mäßig, so ein bisschen milchig. Das ist so ein perfekter Sommergourmand. Ich glaube, ich habe den schon mal beschrieben als, man hat ein langwallendes Sommerkleid an und wandelt auf den Terrassen vom Positano an der Amalfiküste und bestellt sich eine Mango-Lassi. Ja, mehr gibt es eigentlich zu dem zu sagen. Hat eine tolle Performance, ist toll, vor allem für Frauen, finde ich. Und gefällt mir super gut, hat noch gefehlt in meiner Sammlung und ich bin froh, ihn jetzt zu haben. Gleiches gilt für den Iris. Der Iris mit den 3 S hinten dran. Den habe ich euch auch schon mal reviewed. Ja, ich fand den schon die ganze Zeit immer gut und irgendwie war der jetzt fällig. Ich bin ja momentan auf so einem Iris-Trip, so einem kleinen Iris-Trip. Ich liebe momentan Splend Iris von Lucida und noch so einige andere Iris-Düfte. Und der Iris ist, ich sag mal, der Gold-Standard. Wirklich, es gibt keinen krasseren Iris-Duft von der Qualität her auf der Welt, finde ich. Iris ist sowieso eine Note oder beziehungsweise eine Ingredienz, die sehr teuer herzustellen ist. Und hier ist so eine hohe Iris-Konzentration drin, das ist der Wahnsinn. Und genauso riecht er auch. Und der ist nischig. Also der wird bestimmt nicht jedem gefallen. Als ich den zum allerersten Mal gerochen habe, war ich auch erstmal so, so ein bisschen wie beim Amber Star damals. Aber der ist tatsächlich super schön. Und zwar ist er Iris mit Karotte. Mit einer ganz, ganz schönen, wunderschönen Karottennote. Weich, fluffig, moschusig, auch trocken. Und ich glaube, für ungeübte Nasen, die könnten diese Iris etwas sehr pudrig finden. Etwas sehr pudrig. Vielleicht so ein bisschen staubtrocken. Aber der hat schon noch ein bisschen Saft drunter. Der kommt erst so mit der Zeit. Aber das ist wirklich proper Nische. Das ist so einer mit dem Must-Win Statement. Das ist so einer, egal wer den riecht, der wird wissen, dass das ein teurer Duft ist. Also, und es ist ein teurer Duft. Also, er wirkt nicht nur so, sondern er ist es leider auch. Ja, Iris ist, finde ich, sollte so eine Art, wisst ihr, bei einem Computerspiel, wenn man irgendwie ins nächste Level kommt und dann hat man wieder einen neuen, ich will nicht sagen Endgegner, aber halt eine neue Challenge, die man schaffen muss. Iris ist eine dieser Challenges im Nischengame. Irgendwann seid ihr an dem Punkt, wo ihr dann diese Art von Duft total zu schätzen wisst und wo ihr wirklich euch auch verlieben könnt in den und teilweise weiß euer Umfeld dann gar nicht, was irgendwie mit euch los ist. Beziehungsweise kannst du nicht gut nachvollziehen. Das ist definitiv einer zum Hineinverlieben. Wenn man mal Zugang gefunden hat zu dem, gibt es nicht viel Besseres im, ich sag mal, pudrigen Iris-Blütenbereich. Und ich finde den leicht feminin, der wird aber auch wahnsinnig gern von Männern getragen. Also der ist unisex, ja. Ich persönlich finde ihn halt super für mich auch und deswegen sage ich, er ist vielleicht leicht feminin. Aber Iris ist ein spitze Duft und vielleicht holt euch mal eine Probe von dem oder eine Abfüllung, könnt euch mal so ein bisschen rantesten. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr den kennt, was ihr von dem haltet. Und dann habe ich noch ein paar Grittis. Mit der Marke habe ich mich jetzt zuletzt ein bisschen intensiver beschäftigt. Und zwar haben wir hier den Pomelo Sorrento. Und das ist ein toller, toller, toller Sommerduft. Wirklich toll. Also wir haben natürlich eine Pomelo. Und wenn ich weiß, was ein Pomelo ist, das ist so eine Art große Riesen-Grapefruit. Also sieht, innen sieht sie eher so, doch innen sieht sie auch aus wie eine Grapefruit. Riecht auf alle Fälle ähnlich und der ist super schön. Er hat nämlich nicht nur das, sondern der hat so einen minzigen Unterton. So
riecht nicht total nach Minze, aber er hat so diesen Minz-Vibe, der mitschwingt. So ein bisschen wie wenn ihr im Sommer einen Cocktail bestellt und die ist dann mit Minze garniert. Ihr habt dann da so eine Minzdeko mit drauf und jedes Mal, wenn ihr trinkt, bekommt ihr so ganz leicht den Geruch von der Minze mit. Das ist genau die Minze, die hier drin ist. Und ihr habt eine Grünteeerfrischung. Also das ist so ein schöner, gelungener Duft. Wenn man natürlich auf das Saure von der Pomelo steht. Aber das tue ich glücklicherweise. Und ja, der ist spitzenmäßig. Die Gritti-Düfte, die sind schon etwas preisintensiver auch. Und die Performance von dem ist leider jetzt nicht super überragend. Ist okay, für einen Sommerduft absolut okay. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist dann das Nonplusultra. Es gibt noch haltbarere Sommerdüfte als der. Aber ich trage den super gern. Der hat eine Freude an sich. Der ist spritzig, der ist sauer, der ist so ein bisschen grünminzig. Und eben dieser grüne Tee ist dann, was mich dann völlig in Ekstase verfallen lässt. Also das ist echt eine Probe wert. Der ist super geil. Super geil, passt einfach. Und super gute Laune. Auch der Flakon ist super schön. Und ich liebe Pomelo Sorrento. Ich fürchte mich jetzt schon vor der B-Roll-Aufnahme, der Nahaufnahme, weil diese Flakons, die sind so wahnsinnig fingerabdruckanfällig. Machen wir weiter mit dem You're So Vain. Das ist einer, der kam jetzt kürzlich raus aus der Privé-Linie. Sehr, sehr, sehr schöner Duft. Auch geht so ein bisschen, nicht auch, wie fange ich denn den Satz an? Der geht auch in die Sommerrichtung. Der hat auch Zitrik, der hat grüne Noten, aber der hat vor allem eine Beerigkeit. Und das ist die Art von Sommerduft, die so wahnsinnig schön fruchtig erfrischend ist. Also so richtig beerig. Wir haben schwarze Johannisbeere, die finde ich immer einen schönen abkühlenden Vibe gibt. Und dann haben wir noch rote Früchte, was auf Deutsch immer auch Beeren bedeutet. Also ich rieche da rote Beeren, ja, alles Mögliche. So ein richtiger Beerenmix. Ein gefrorener Beerenmix, der mich dann zusammen mit so dieser Zitrusspritze erfrischt. Richtig schön. Und der im Gegensatz zum Pomelo Sorrento hat eine richtig geniale Haltbarkeit. Richtig, richtig gut. Ich habe vor kurzem ein Video abgefilmt, das hieß Freshies mit Performance. Das kommt entweder bald oder ihr habt es schon gesehen. Da hatte ich den noch nicht, aber der hätte unbedingt reingemusst, weil der hat so eine geile Performance, der hält sich ewig, der strahlt weit aus und der ist richtig, richtig schön. Also wenn ihr klarkommt mit so einer Beerenfruchtigkeit und auch so einem dezenten Patchouli und Eichenmoos in der Basis, was es dann noch so ein bisschen grün macht, dann seid ihr da genau richtig. Also der ist richtig cool. Ich würde allerdings schon sagen, dass man den vorher testet. Also das ist jetzt, ist er nischig? Ein bisschen nischig ist er schon, ja. Aber durchaus sehr, sehr, sehr likable. Gott, durchaus sehr, sehr gefällig. Und ich bin super begeistert von dem. Also ich mag den sehr gerne und überhaupt, ich muss sagen, ich mag die Gritti-Düfte allgemein gerne. Natürlich haben die auch einen entsprechenden Preispunkt, aber bei einem Sommerduft, der dann eine Performance mitbringt, da sage ich, nimm mein Geld, da habe ich überhaupt keine Hemmungen, weil das ist sowas Seltenes und wenn man da einen Duft findet, der einem gut gefällt, ihr solltet den allerdings vorher testen, kein Blindkauf, dann, glaube ich, ist man richtig heavy. Und der letzte heißt, schon wieder beinahe noch runtergeschmissen, die sind aber schwierig zu halten, er heißt Beyond the Wall und ist auch aus der Privé-Kollektion und das ist jetzt mein neues Baby. Also den finde ich so spitze. Der ist genial, sag ich euch. Und ich habe den gerochen und ich dachte mir zuallererst, da ist 100%ig Oud drin. Ich war mir so sicher, dass da Oud drin ist. Ist kein Oud drin. Aber ich weiß, warum ich das gedacht habe. Der erinnert mich nämlich extrem, im Drydown allerdings erst, an Alexandria II. Allerdings muss ich sagen, es ist jetzt fast blasphemisch, aber der gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Der ist nämlich würziger. Also der ist würzig, würzig, würzig. Wir haben Ingwer, wir haben schwarzen Tee, Kardamom. Das sind so drei Noten. Da hat man eigentlich schon gewonnen bei mir. Und keine Rose, witzigerweise, obwohl ich eine Rose rieche. Sehr strange. Dafür haben wir Irisfeilchen und Milch. Also was Milchiges hat er für mich nicht. Für mich hat der was Holziges, von mir aus auch ein Sandelholz, was angegeben ist, aber ich bekomme echt mehr so eine Oud-Geschichte. Ich bekomme die Blüten nur ganz im Unterton, ich meine wirklich da Rose zu riechen und
eben diese schöne Aromatik von Kardamom, Ingwer, schwarzer Tee, die bekomme ich aber schon. Also diese tolle Würze, ja. Und ich finde, es steht diesem Duft so gut, dass es keine Amberwürze ist, sondern wirklich so die Würze von einem schwarzen Tee, von einem Kardamom. Und der hält sich auch spitze, der projiziert super toll. Und der ist genial. Und ich glaube, dass den vor allem die Männer lieben werden. Wie gesagt, weil er im Drydown schon sehr ähnlich Alexandria II ist. Im Opening nicht so sehr. Da spürt man nämlich viel mehr die Ingwer-Schärfe und den Kardamom und auch den schwarzen Tee. Aber dann im Drydown wird er wirklich sehr ähnlich. Und ich habe jetzt nicht den Preisvergleich gemacht zu beiden. Wahrscheinlich nehmen sie sich nicht viel. Aber den müsst ihr euch anschauen. Also das könnte wirklich ein starker Contender werden, der dem Alexandria II vielleicht ein bisschen die Kundschaft wegnimmt in Zukunft. So, meine Lieben, das waren jetzt meine Neuzugänge. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr schon Erfahrungen mit der Commodity-Reihe gemacht habt oder ob es eine Reihe gibt, die euch auch gut gefällt, abgesehen von der Moss-Reihe. Und lasst mich wissen, was ihr zu den Gritti-Düften denkt. Und lasst mich wissen, was ihr von Iris haltet. Das will ich auch wissen. Zu Cruz del Sur braucht ihr mir nichts schreiben, weil ich fast schon weiß, dass der jedem gefallen wird. Egal. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.